بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und wir werden heute insha'Allah ta'ala mit Allahs Erlaubnis weitermachen in unserer Reihe über die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wir hatten vorletzte Woche hatten wir besondere Umstände gehabt hier in Dar es Salaam. Vorletzte Woche hatten wir angefangen, über ein neues Kapitel zu sprechen in der Sira, und zwar ganz konkret über das Jahr der Delegation, Am al-Wufud. Wer von euch erinnert sich noch daran, in welchem Jahr Am al-Wufud gewesen ist, das Jahr der Delegation? In welchem Jahr nach der Hijra? Ja, im 9. Jahr nach der Hijra. Absolut korrekt. Im 9. Jahr nach der Hijra. Und wir haben auch gesagt gehabt, letzte Woche oder vorletzte Woche, dass es sehr viele Delegationen gab. Manche sprechen von 60, manche von 70 Delegationen. Ja? Teilweise werden wird nur kurz erwähnt, dass halt diese Delegation gekommen ist. Unter anderem hat Professor Hamidullah, das ist ein bekannter Autor, soweit ich weiß, indischer Abstammung, der auch sehr wichtige Bücher geschrieben hat, unter anderem auch eine sehr bekannte Sira über unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er hat all diese Delegationen auch gesammelt in einem seiner Bücher. Und wir haben uns mit, glaube ich, 2 oder 3 Delegationen beschäftigt gehabt. Wir wollen uns heute nochmal 1, 2 Delegationen anschauen, inshallah ta'ala. Und dann auf die Buruz zu sprechen zu kommen. Das heißt, die Botschafter des Islam, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam entsandt hat, damit sie den Menschen den Islam beibringen. Und dann gehen wir insbesondere auf die Botschafter ein, welche in den Jemen geschickt wurden. Das ist das, womit wir uns heute insha'Allah ta'ala beschäftigen wollen. Wir hatten letztes Mal 2 Delegationen besprochen gehabt. Einmal die Delegation der Banu Sa'd ibn Bakr, an dessen Spitze ein Mann gewesen war, nämlich Dhammam oder Dhammam ibn Tha'labah. Und wir haben seine Geschichte erzählt gehabt, wie er kam und dann nochmal den Propheten sallallahu alaihi wa sallam schwören ließ, dass er wirklich der Gesandte Allahs ist. Und dann den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte, was denn ganz konkret die Pflichten sind, die ein Muslim zu erfüllen hat. Und er dann sagte, ich werde all dies erfüllen und nicht mehr tun. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann, nachdem er gegangen war, sagte, aflaha in sadaq. Wenn er die Wahrheit gesagt haben sollte, dann ist er erfolgreich. Und wie gesagt, das war eine ganz besondere Delegation gewesen. Und subhanallah, Dhammam ibn Tha'labah, er hat es wirklich geschafft, dass sein ganzes Volk, sein ganzer Stamm dann zum Islam übergegangen ist. Das hatten wir ausführlich besprochen gehabt. Und wir haben uns mit einer weiteren Delegation beschäftigt gehabt, welche den Islam nicht angenommen hat. Und das ist die Delegation der Christen aus Najran. Und haben aufgezeigt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Umgang ist, dass sie miteinander debattiert haben, dass sie sogar in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wa sallam ihr Gebet vollzogen haben, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam aufgrund ihrer Kleidung anfangs nicht mit ihnen sprechen wollte. Und dann haben sie sich umgezogen, normale Kleidung getragen. Daraufhin hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann angefangen, mit ihnen zu sprechen. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann ihnen angeboten hat, die Mubahala zu machen. Das heißt, gegenseitig zu schwören, dass der andere verflucht sein soll, wenn er nicht die Wahrheit gesagt haben sollte. Und sie das dann nicht wollten, weil sie Angst hatten, wenn er ein Prophet sein sollte, dass sie niemals wieder erfolgreich sein werden.
und trotzdem den Islam nicht angenommen haben und sich dann mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geeinigt haben, dass sie die Jizya bezahlen, das heißt, dass sie dann an die Muslime eine bestimmte Steuer bezahlen sollen. Gut. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, ganz wichtig, er hat dann mit ihnen jemanden geschickt, der sehr, sehr vertrauenswürdig war. Es ist der Vertrauenswürdige dieser Umma. Und wer ist das, der Vertrauenswürdige dieser Umma? Aminu hadhihi Umma? Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Sehr schön. Wir wollen uns heute, insha'Allah ta'ala, nochmal mit zwei oder drei dieser Delegationen beschäftigen, woraus wir auch sehr, sehr viele, also Delegationen, aus deren Geschichten, die überliefert wurden, wir auch einige Lehren ziehen können. Und hier gibt es eine Delegation mit dem Namen der Abd Qais, ein Stamm gewesen. Die hieß Abd Qais. Und auf jeden Fall überliefert Abdullah ibn Abbas darüber, was vorgefallen war. Wir müssen mal wissen, Abdullah ibn Abbas ist zu der Zeit auch sehr jung gewesen, aber er ist ein sehr aufgeweckter Junge gewesen, der natürlich ganz genau verstanden hat, was dort vorgefallen war. Und auf jeden Fall kam sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat gefragt, wer seid ihr? Sie sagten, wir sind von den Rabia, ja, also sozusagen der Oberstamm. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, marhaba bil qawm, willkommen ist das Volk oder der Stamm, auch bil wafd oder die Delegation, ghir khazaya wala adan. Also, sie sollen das nicht bereuen, noch sollen sie erniedrigt werden dafür, dass sie hierher gekommen sind. Und dann sagten sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Ya Rasulallah, inna na'tika min shuqqatin ba'ida, wa inna baynana wa baynaka hadha al-hayy min kuffar mutahhar. O Gesandter Allahs, wir kommen von einem sehr weiten Ort. Und zwischen uns und dir ist dieser Stamm der Mudar, die nicht glauben und die uns angreifen könnten. Und dann sagten sie, وَإِنَّ لَا نَسْتَطِيعَ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةِ سبحان الله. Und wir können zu dir nur in einem Haram-Monat kommen. Warum nur in einem Haram-Monat? Wer kann das erklären? Warum können sie nur in einem heiligen Monat kommen? Was ist der Grund? Was ist denn der Sinn und Zweck der heiligen Monate gewesen? Erstmal, wie viele heilige Monate gibt es und was sind? Ich weiß, dass einige wissen das vielleicht nicht. Ja? Wer kann die vier heiligen Monate aufzählen? Die Al-Ashhur Al-Hurum, die vier verbotenen Monate, in denen es verboten ist, dann zu kämpfen. Ja, ja. Nicht Schaban. Rajab. Rajab als ein. Sozusagen einzelstehender, das ist der siebte Monat. Dann Dhul-Qi'da, der elfte Monat. Dhul-Hijjah, der zwölfte Monat. Ein Muharram, in dem wir uns gerade befinden, der erste Monat des islamischen Jahres. Okay, sehr schön. Und der Sinn und Zweck dieser Haram-Monate ist welcher? Dass man in ihnen nicht kämpfen darf. Und deswegen haben sie gesagt, wir können, um die Pilgerwege abzusichern, die Pilgerwege nach Mekka abzusichern. Deswegen haben sie gesagt, wir können nur in einem Haram-Monat zu dir kommen. Deswegen gib uns eine ganz klare Angelegenheit, befehle uns etwas ganz Klares, damit wir denjenigen Bescheid geben können von unserem Volk, die nicht mit uns gekommen sind, und wir somit das Paradies betreten können. Also mit anderen Worten, gib uns eine kurze Zusammenfassung des Islam, die wichtigsten Dinge, die wir benötigen. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder getan. Immer wieder kamen Leute zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagten, ja Rasulallah, gib mir mal eine kurze Zusammenfassung. Weil es war nicht wie heute gewesen, dass man dann sich ein YouTube-Video angucken kann, das aufnehmen kann. Nein. Ja? Es gab kein Telefon, kein Handy, nichts dergleichen. Man hatte vielleicht nur einmal die Möglichkeit, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu sehen. Und mal ganz ehrlich, wer von uns würde diese Chance nicht nutzen, um dem Propheten zu sagen, ja, was war, gib mir eine Sache, nur eine Sache, an der ich festhalten kann, damit ich das Paradies betreten kann. Und wer könnte die Religion besser erklären als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Wer könnte sie besser erklären? Keiner. Wer könnte sie besser zusammenfassen? Keiner. Wer könnte besser das hervorheben, was wirklich wichtig ist? Keiner. Salawatu Rabbi wa sallamu alaihi. Und auf jeden Fall gibt es noch viele andere Hadithe, wo das ist. Kennt ihr vielleicht einen Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau diese Frage gestellt bekommt oder er dann antwortet? Eine ähnliche Frage. Es gibt mehrere Hadithe, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam solch eine Frage gestellt bekommt. Kennt von euch jemand das? Vielleicht die Schwestern?
Einmal kommt ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ja Rasulallah, o Gesandter Allahs, inna shara'i' al-Islam qad kathurat alayya. Die Gebote des Islam sind für mich ein bisschen zu viel geworden. Verdullani ala amalin hashabrafuri. Zeig mir eine Sache auf, an der ich festhalten kann. Der Prophet antwortete, la yazalu lisanu qalatban bi dhikrillah. Deine Zunge soll immer befeuchtet sein mit dem Gedenken Allahs. Er hat ihm eine ganz wichtige Sache hervorgehoben. Ein anderer Mann kommt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und sagt, ja Rasulallah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Sag mir etwas über den Islam, sodass ich nie wieder jemand anderen befragen muss. Genau dieselbe Situation wahrscheinlich. Vielleicht ist das das letzte Mal, dass ich dich sehe. Wie antwortete ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Was sagt er? Das ist ein bekannter Hadith. Bestimmt schon gehört. Qul, sprich, amantu billah thumma istaqim. Sag, ich glaube an Allah und dann bleib stehen. Er hat die Religion zusammengefasst. Und subhanallah, ja, genau das wollen sie auch. Und jetzt wollen sie aber eine kurze Erklärung haben. Was sind die wichtigsten Dinge? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte Folgendes. Dies Abdullah ibn Abbas überliefert. Er sagte, فَأَمَرَهُمْ بِأَرُبَعْ وَنَهَهُمْ عَنْ أَرُبَعْ. Er befahl ihnen vier Dinge und verbot ihnen vier Dinge. Er befahl ihnen, an Allah zu glauben, allein. Und dann fragte er sie, هل تدرون ما الإيمان بالله؟ Wisst ihr denn, was der Iman an Allah bedeutet? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann erläuterte er den Iman mit den fünf Säulen des Islam. Oder die vier Säulen, weil zu dieser Zeit war die Hadsch auch keine Pflicht gewesen. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Also das Glaubensbekenntnis. إقام الصلاة, das Verrichten des Gebetes. إيتاء الزكاة, die Entrichtung der Zakat. وَصَوْمِ رَمَضَانِ und das Fasten von Ramadan. Und jetzt noch eine Sache, ja, die jetzt vielleicht heute für uns nicht mehr eine Rolle spielt. Ja, وَأَنْ تُؤَدُّ خُمْسًا مِنَ الْمَغْنَمِ und dass ihr ein Fünftel von der Beute abgibt. Das sind die Dinge, die ihr befohlen habt. Welche natürlich auch mit ihrer Situation zu tun haben. Ja, weil damals die arabischen Stämme, sie haben nun mal auch Kämpfe geführt. Das war damals ganz normal gewesen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie auf die Dinge hingewiesen, die für sie wichtig sind. Und das ist nochmal ganz wichtig für uns, auch heute in der Da'wah. Wenn ich Da'wah mache, muss ich die Dinge hervorheben, die für uns wichtig sind. Nicht die Dinge, die völlig belanglos sind. Und deswegen sehen wir auch, was einige Leute falsch machen, dass sie Dinge in der Aqidah hervorheben beispielsweise, die wichtig sein mögen. Aber welche für unsere Situation hier in Deutschland überhaupt keine Rolle spielen. Vielleicht sogar nirgendwo wirklich eine Rolle spielen. Wenn wir uns mit einigen Leuten beschäftigen, die immer nur Takfir machen die ganze Zeit. Sagen, der Takfir ist ein wichtiger Bestandteil der Religion. Ja, natürlich ist das ein Teil, den ich lernen muss innerhalb der Aqidah, gar keine Frage. Ich muss wissen, ja, welche Dinge, sozusagen vor welchen Dingen ich mich schützen muss, damit ich nicht den Islam verlasse. Das wäre keine Frage. Aber das ist nicht eine Sache, die ich jeden Tag immer wieder aufs Neue wiederholen muss. Das ist nicht das Erste, was ich erlernen muss. Das sind Dinge, mit denen sich in erster Linie Gelehrte beschäftigen müssen. Oder wenn Leute permanent nur auf politische Themen eingehen, die vielleicht mit unserer Situation hier in Deutschland gar nichts zu tun haben, dann fragt man sich, was bringt das den Leuten wirklich, wenn wir nur auf dieses Thema eingehen, dieses eine Thema, was sicherlich ein wichtiges Thema ist. Aber es ist nicht das Thema, was uns Muslime hier in diesem Kontext beschäftigen sollte die ganze Zeit. Ich kann mich damit beschäftigen, aber es sollte nicht sozusagen meine ganzen Diskussionen, mein ganzes Denken beeinflussen, dass ich nur noch damit beschäftigt bin. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es halt geschafft, wirklich das hervorzuheben, was für die Menschen, für diesen ganz konkreten Stamm wichtig ist. Und jetzt kommen die Dinge, die er ihnen verboten hat. Ja, diese vier Dinge. Und zwar, das ist interessant, وَنَهَاهُمْ عَنْ الدَّبَّاءُ وَالْحَنْتَمُ وَالْمِسْفَتْ. Ja, وربما قال النقير أو النقير. Was sind diese Dinge jetzt? Ja, und er hat ihnen diese vier Dinge verboten. Was sind das für vier Dinge? Das kommt immer wieder auch in den Hadithen vor. Das sind Gefäße. Gefäße, in denen man damals Getränke hergestellt hat, die nach einiger Zeit aus Dattel sozusagen, Saft oder aus Wein, welche dann mit der Zeit auch alkoholisiert, also sich alkoholisierten, also zu Alkohol wurden. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat diesen Ding hervorgehoben und gesagt,
ihr dürft es so lange nicht machen. Aus welchem Grund? Ja, weil das dazu führen könnte, dass ihr Alkohol trinkt. Ja, und dann, ja, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihfazuhu wa akhbiru bihi min wara'akum. Lernt das auswendig, ja, und erzählt das den Leuten, welche sozusagen auf euch, hinter euch waren, also eurem Stand. Ja, und hier erkennen wir noch eine, die wichtig ist, dass ich auch bestimmte Dinge einfach kenne, mich auskenne, also Dinge einfach verinnerlicht habe. Ihfazuhu. Lernt das auswendig. Und erzählt das den Leuten. Es gibt manchmal Dinge, die ich vielleicht nicht auf Anhieb verstehe. Aber als Muslim sollte ich sie trotzdem kennen. Und da sehen wir noch einmal, wie wichtig es ist, bestimmte Aspekte meines Glaubens wirklich einfach auswendig zu können. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt er, Balliru anhi walau ayah. Du möchtest zu mir sein, wenn es nur eine einzige Ayah ist. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ja, Nadbarallahu mra'an, sami'a maqalati hadihi. Möge Allah eine Person glänzen lassen, die meine Worte hört. فَوَعَاهَا وَأَدَّاهَا كَمَا وَعَاهَا أَوْ حَفِظَهَا. Der sie dann verinnerlicht hat. Und sie genauso weitergibt, wie er sie verinnerlicht hat. Warum? Mit welcher Begründung? فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهْ مِنْهُ. Weil es könnte sein, dass jemand Wissen in sich trägt. Und das übermittelt an jemanden, der mehr Verständnis hat über dieses Wissen als er selbst. Subhanallah. Ja? Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, guck mal, dann übermittelt das genauso, eins zu eins. Und hier ist immer ein ganz wichtiger Punkt, ja, bei dem ich aufpassen muss. Ja. Häufig gibt es Leute, die hören sich Vorträge an, die hören sich etwas an, aber die haben es nicht wirklich verstanden und übermitteln das dann falsch, komplett falsch. Wenn du dir nicht sicher bist, dann übermittelt es eins zu eins, aber interpretiere nicht etwas hinein. Und deswegen haben auch die Hadith-Gelehrten gesagt, man kann einen Hadith in seiner Bedeutung übermitteln unter einer Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung, dass ich verstehe, was in diesem Hadith steht. Wenn ich es nicht verstehe, darf ich das nicht. Warum? Weil es könnte sein, dass ich etwas Falsches übermittle, etwas Falsches überliefere. Und auch hier muss ich sehr, sehr stark aufpassen. Bevor ich irgendetwas erzähle, ja, muss ich gucken, habe ich es auch wirklich verstanden, was ich gehört habe. Falls ich es nicht verstanden habe und mir nicht sicher bin, dann übermittle ich es einfach so eins zu eins. Und jetzt gibt es noch eine sehr, sehr schöne Begegnung mit einem aus diesem Stamm, der Qais. Und zwar einem Mann, der hieß Al-Ashaj ibn Abd Qais. Al-Ashaj ibn Abd Qais. Und es war jemand, der war unter ihm gewesen. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm gegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Hand des Propheten genommen, ja, hat sie geküsst. Ja, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über ihn, Inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa Rasul. Du hast zwei Eigenschaften, welche Allah und sein Gesandter lieben. Weiß jemand von euch, welche beiden Eigenschaften das sind? Die ernannte. Kennt jemand von euch den Hadith? Inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah wa Rasul. Und zwar al-hilm wal anam. Al-Hilm wal-Anam. Was ist Al-Hilm? Was bedeutet Al-Hilm? Sanftmut. Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wa sallam lieben was? Die Sanftmut. Und was ist Sanftmut? Sanftmut ist das Gegenteil von Gewalt, von Härte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, er benutzt hier ein anderes Wort für Sanftmut, ما كان الرفق في شيء إلا زانا. Der Rifq, die Sanftmut, ist ein anderes Wort für sozusagen Hilm. Die Sanftmut ist keine Sache, außer dass sie sie ausschmückt, schöner macht. وما كان العنف في شيء إلا شانا. Und die Härte, die Gewalt, ne, ist keine Sache, außer dass sie sie hässlich macht. Subhanallah. Und daran erkennen wir, ja, wie wichtig diese Eigenschaft ist. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Eigenschaft. Wie ist der Koran berichtet? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ. Durch Barmherzigkeit deines Herrn bist du weich ihnen gegenüber. Eine Form, also eine Eigenschaften,
die der Lampe sehr, sehr ähnelt. Also sind fast Synonyme. Ja? Walau kunte Fawban, wärst du Fawban. Fawban ist eine Form von Herz. Ghalid al-Qalb, hättest du ein sehr, sehr hartes Herz. Lam faddu min hawlik, dann würden sie sich von dir was abwenden. Daran erkennen wir, wie wichtig diese Eigenschaft für einen Da'i ist. Ein Da'i ist jemand, der zu Allah einlädt. Und Allah ta'ala bestätigt das, subhanallah. Und zwar als mit Fussilat. Wir kennen aber diese Ayat oder haben sie schon mal gehört. Wo Allah ta'ala über den Da'i spricht, den besten Muslim, den besten Menschen. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wer sagt bessere Worte als jemand, der zu Allah einlädt, rechtschaffen handelt und sagt, ich gehöre zu den Muslimen, zu Gott ergeben. Und jetzt kommt es. Wie ist seine Eigenschaft? Ja, Allah beschreibt es. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Nicht gleich ist die gute und die schlechte Tat. Und jetzt kommt diese Eigenschaft der Sanftmut. اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Wehre ab mit der besseren Tat. Also die schlechte mit der besseren Tat. Deine guten Tat. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Du hast zwischen dir und dem anderen, ja, den du anfeindest, und zwischen euch sozusagen Feindseligkeit herrscht, so wird, als wäre er dein enger Freund, dein enger Verbündeter, dem du gegenüber loyal bist. Er ändert sich durch diese Eigenschaft der Sache. Wie viele Leute kamen zum Propheten, haben ihn hart behandelt, aber der Prophet hat was? Sanft reagiert. Und die Leute haben sich plötzlich völlig geändert. Was sie gesehen haben, subhanallah, ja, dieser Mensch kann nicht böse sein. Dieser Mensch kann kein Buchstabler sein. Es ist wirklich ein Gesandter Allahs. Ja. Und Al-Anam, was ist Al-Anam? Von Al-Ta'anni. Was ist Ta'anni? Was heißt Ta'anni? Was bedeutet das? In der Arabischen, Ta'anna, dass man eine Sache behutsam angeht. Dass man eine Sache was? Behutsam angeht. Nicht voreilig, nicht schnell, sondern versucht vorher zu überlegen. Ja, es gibt viele Leute, wenn sie etwas sehen, sie haben ein sofortiges Urteil. Oh, das ist schlecht, weiß ich nicht was. Ja, und die Sache ist klar, wo sie überhaupt nicht klar ist. Gerade wenn es um zwischenmenschliche Beziehungen geht, subhanallah, wie oft habe ich das erlebt? Mich selbst dabei ertappt. Ja? Man hört eine Schwester, einen Bruder ruft an. Er ist immer von allen Seiten. Oder irgendjemand ist an. Egal, meine Frau. Ja? Erzählt ihr eine Geschichte. Ja? Eheproblem, Problem mit den Eltern, mit der Schwester, wem auch immer. Und dann hörst du das, denkst du, oh mein Gott, was hat die für einen Mann? Das ist ein Monster. Der ist ja unglaublich. Fängt schon an, über diese Person von vornherein ein Urteil zu werden. Aber wenn ich der Enemy habe, wenn ich erstmal kurz zur Sache herangehe, was mache ich dann? Dann höre ich erstmal die andere Seite an. Und wie oft habe ich das erlebt, dass es sich genau als umgekehrt dargestellt hat? Wie oft? Das ist unglaublich. Kennt ihr diese alten Richtersendungen, die es damals auf RTL und so gab? Ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, keine Ahnung, oder? Was? Papa Rasalic, kennt bestimmt wahrscheinlich die meisten von uns, ja. Und das ist ja, die haben das ja immer so gemacht, ja, erstmal so erzählen die immer, und dann am Ende ist es genau umgekehrt, oder? Aber es ist wirklich im wahren Leben so. Meistens ist es irgendwie die Mitte. Aber bevor ich über etwas urteile, muss ich mir ein Gesamtbild machen. Ich muss überlegen, wie ist die Sache eigentlich. Ich muss mit Weisheit in die Sache herangehen. Eine Form von Weisheit. Und deswegen, genau das fordert Allah Ta'ala von uns. Udu'u ila salini rabbika bihikm. Ruf zum Licht deines Herrn Weisheit auf. Also, diese beiden Eigenschaften. Jetzt sagt dir der Prophet etwas ganz Wichtiges. Er sagt dir jetzt dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Jibillun jubiltu alayhi an takhalluqan minni. Ist das, o Gesandter Allahs, eine Eigenschaft, die ich so sozusagen, die meine, also die ich mit mir in meinem Wesen trage, also mit der ich erschaffen wurde, oder habe ich sie mir angeeignet? Und da meinte der Prophet in Jibril, es ist eine Eigenschaft, mit der du geboren wurdest. Und dann sagte Al-Ashhad, Alhamdulillahi, Jabalani, Alama yuhibbu Allahu wa Rasuluhu.
Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala mir eine Eigenschaft gegeben hat, die mich damit erschaffen hat, die Allah und sein gesamter Leben. Was lernen wir daraus, etwas sehr, sehr Wichtiges? Dies ist unglaublich wichtig, deswegen habe ich ihn auch extra hervorgehoben. Und zwar, jeder Mensch hat bestimmte Eigenschaften, die er mit sich bringt. Positive und negative. Positive und negative. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, seine positiven Eigenschaften noch weiter zu entwickeln, aber gleichzeitig auch seine negativen Eigenschaften sich abzugewöhnen. Das ist möglich. Und deswegen macht er auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam immer wieder Dua. Dafür, dass er sich gute Charaktereigenschaften aneignet. Allahumma hdini li ahsan al-akhlaq. O Allah, leite mich zu den besten Charaktereigenschaften. Weil nur du bist derjenige, der zu diesen besten Eigenschaften leiten kann. Wenn er in den Spiegel schaut, sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. O Allah, genauso wie du mein so Äußeres schön gemacht hast, meine äußere Gestalt, so mach auch meine Gestalt so etwas Schönes. Ich als Muslim muss eines verstehen. Ich habe Eigenschaften, jeder von uns hat gewisse Eigenschaften, die positive Eigenschaften, die bei ihm herausragen. Also jeder von uns. Der eine hat Sanftmut, der andere Mut im Allgemeinen. Der dritte, das weiß ich nicht, hat eine besondere Weisheit, etc. Jeder hat für uns eine bestimmte Eigenschaft. Diese Eigenschaft sollte ich weiterentwickeln. Allah dafür danken, indem ich sie weiterentwickle und daran festhalte. Aber man kann sich auch positive Eigenschaften abgewöhnen. Das geht auch. Das kann passieren. Kennt es vielleicht, wenn manche Menschen sich komplett ändern? Ein Mensch, der vorher sehr höflich war, sehr sanftmütig war, immer zurückhaltend, plötzlich zu einem ganz anderen Menschen geworden ist. Kann passieren. An diesen Eigenschaften sollte ich festhalten und sie weiterentwickeln. Und die negativen Eigenschaften sollte ich versuchen, mir abzugewöhnen. Und versuchen, anstelle dessen mir positive Eigenschaften anzueignen. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam: Innama al-ilm bit-ta'allum. Wa innama al-sabru bit-tasabbur. Wa innama al-hilm bit-tahallum. Was heißt das? Wissen erlange ich, indem ich mir Wissen aneigne, lerne. Es kommt nicht von allein. Ich muss lernen, ich muss mich hinsetzen und lernen. Geduld erlange ich, indem ich mir Geduld aneigne. Kommt nicht von allein, ich muss hart an mir arbeiten. Und Sanftmut eigne ich mir an, indem ich daran arbeite, sanftmütig zu werden. Das geht, das kann jeder schaffen. Wahrscheinlich werde ich, wenn ich jemand bin, der eigentlich sonst nicht sanftmütig bin, niemals so sanftmütig sein wie jemand, der so erschaffen wurde. Aber ich kann versuchen, zumindest nach dieser Eigenschaft zu streben. Kommen wir jetzt in Scha'Allah gerade nach diesem dieser Delegation, der sozusagen der Abt Qais, zu einer anderen, sehr, sehr wichtigen Delegation, welche in der weiteren Geschichte noch eine ganz, ganz essentielle Rolle spielen sollte, insbesondere in der Zeit von Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, wa arda. Und zwar handelt es sich hierbei um den Wafd der Banu Hanifa. Ein Stamm, die zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kamen und unter ihnen oder mit ihnen war ein Mann gewesen, der nach dem Tode des Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Muslimen noch sehr, sehr viele Probleme bereiten sollte. Und zwar Musaylima al-Kathab. Musaylima al-Kathab. Sie kamen ebenfalls, diese Delegation der Banu Hanifa kam ebenfalls nach Medina zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit 17 Männern. Insgesamt waren es 17 Männer gewesen. Sie haben auch den Islam angenommen. Nur derjenige, der den Islam nicht angenommen hatte, war wer gewesen? Musaylima al-Kathab. Im Gegenteil, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt: Ich werde nur dann den Islam annehmen, wenn du nach deinem Tod mir das Prophetentum überträgst. Und dann meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihm: Lau sa'altani hadhihi al-qut'a ma a'taytuka. Er hatte ein Stück Stoff in der Hand. Er meinte: Würdest du mich auch nur um dieses Stück Stoff bitten? Ich würde es dir nicht geben. Wa lan ta'dwa amr Allahi fik. Und du wirst das den Befehl Allahs auf dich nicht überschreiten können.
Und dann sagte der Prophet so: Wallahi inni la araka alladhi uritu fihi ma ra'ait. Ich sehe dich so, was mir Allah gezeigt hat. Was damit gemeint ist, das werde ich euch gleich sagen. Nämlich, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hatte eine Ru'ya gehabt, ein Traumgesicht. Das finden wir in Sahih Bukhari. Es wird überliefert von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Baina ana, während ich schlief, ra'aytu fi yadayya siwarayn min dhahab, habe ich in meiner Hand zwei Armreifen aus Gold gesehen. فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا, und ihre Angelegenheit beunruhigte mich, alles im Traum. فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنْ أَنْفُخْهُمَا, und dann wurde mir im Schlaf offenbart, ich soll in sie hineinpusten. فَنَفَخْتُهُمَا, dann habe ich in sie hineingepustet, in diese beiden Goldarmreifen. فَطَارَا, und sie sind plötzlich, sind sie geflogen. Und jetzt hat der Prophet das interpretiert. فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ مِنْ بَعْدِي, und ich habe es wie interpretiert, zwei Lügner, welche nach mir sozusagen erscheinen werden, also zwei Lügenpropheten. Und wer waren diese beiden Lügenpropheten? Einmal Musaylimah al-Kadhab, der dann in der Zeit von Abu Bakr al-Siddiq getötet wurde. Und wer war der andere, weiß jemand? Er wurde noch zu Lebzeiten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam von einem Sahabi genannt, der hieß Fairuz, nämlich Al-Aswad Al-Ansi. Es war jemand gewesen, ein Lügenprophet, der in Jemen war und der sehr, sehr geheimnisvoll getan hat. Er hat sich immer ein Tuch vor sein Gesicht getan, ja, und hat dann auch immer irgendwie, keine Ahnung, mit Geistern gesprochen, mit Dämonen und so getan, als würde, und konnte auch zaubern. Er hat irgendwelche Zaubertricks angewandt, sodass einige Leute an ihn geglaubt haben. Ja, und der dann in der Zeit von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch getötet wurde. Ja, und wie gesagt, aber Musaylimah al-Kadhab sollte noch sehr, sehr viel Unheil stiften. Noch sehr, sehr viel Unheil stiften. Und auf jeden Fall, wie gesagt, das noch dazu zu der Delegation der Banu Hanifa, und dass sie dann den Propheten, dass dann Musaylimah al-Kadhab dann behauptet hat, er sei ein Prophet. Kommen wir jetzt, insha'Allah ta'ala, nachdem wir jetzt über diese Delegation gesprochen haben, auf die Boten, welche der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch im selben Jahr entsandt hatte, damit sie den Menschen den Islam beibringen. Und da kommen wir insbesondere auf zwei Männer zu sprechen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in den Jemen entsandte. Und zwar Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari. Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erschickte sie dorthin, weil sich dort angefangen hatte, den Islam auszubreiten. Und er beauftragte sie damit, den Menschen dort den Islam nahezubringen. Und wir haben jetzt einige Hadithe von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aus denen hervorgeht, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam diesen beiden Sahabis, diesen edlen Sahabis, mit auf den Weg gegeben hat. Und wir wollen uns das mal etwas näher anschauen, weil wir daraus nämlich sehr, sehr viel Lehren ziehen können. Sehr viel Lehren. Insbesondere in Bezug auf die Da'wa. Weil es nämlich auch Ähnlichkeiten gibt. In Jemen lebten Christen. Wir leben in einem christlich geprägten Land. Und deswegen ist es sehr, sehr interessant zu schauen, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ganz konkret Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari mit auf den Weg gegeben hat, damit sie dort den Islam verbreiten können, die Menschen den Islam beibringen. Und kommen wir zum ersten Hadith. Oder zum ersten Ratschlag unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Mu'adh ibn Jabal folgendes: Innaka ta'ti qauman ahla kitab. Du kommst zu einem Volk, das zu den Leuten der Schrift gehört. Schon mal ganz, ganz wichtig. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm aufgezeigt, du kommst zu einem besonderen Volk. Also musst du dich dementsprechend auch darauf einstellen. Du kannst nicht überall die gleichen Da'wah machen, funktioniert nicht. Sondern du musst bei jedem Menschen eine andere Methode anwenden. Bei jedem Volk musst du eine andere Methode anwenden. Und die Leute, zu denen du gehst, sind Christen oder gehören sozusagen einem
dieser Offenbarungsreligion an, dem Judentum und dem Christentum. Und jetzt zeigt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf, wie er ganz konkret da macht. فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَدْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ. Das allererste, wenn du zu ihnen kommst, bei ihnen ankommst, so lad sie dazu ein, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Zunächst das einheitliche Erleben. Das ist das allererste. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erinnert das auch wirklich in dieser Reihenfolge. Also mit anderen Worten, er sagt nicht alles auf einmal, sondern er sagt, fang erstmal damit an. Fang erstmal mit dem Fundament an, mit dem Wichtigsten überhaupt. Dass die Menschen überhaupt wissen, dass es nur einen Gott gibt. Ich meine, das sind Menschen, die glauben daran, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also zeig ihnen auf, nein, es gibt keine Trinität, es gibt keine Dreifaltigkeit, sondern es gibt wirklich nur einen einzigen Gott, weil das ist das Wichtigste auf uns. Der Tauhid und der Tauhid ist die Grundlage für alles. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Sollten sie dir gehorchen, also mit anderen Worten, sollten sie das annehmen, dann kannst du zum nächsten Punkt übergehen. Was ist der nächste Punkt? فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلٍ. So setzen sie darüber in Kenntnis, dass Allah Ta'ala von ihnen oder für sie 5 Gebete am Tag und der Nacht, also auf den Tag und die Nacht verteilt, zur Pflicht auferlegt hat. Tadarruj, ja, dass ich schrittweise an die Sache herangehe. Sehr, sehr wichtig. Der Islam zu diesem Zeitpunkt war schon vollständig gewesen. Wir haben das ja gehört in den anderen Hadithen, mit den anderen Delegationen. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihnen ganz klar gesagt, ja, was die Pflichten sind. Aber hier bei der Da'wah hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangt, schrittweise an die Sache heranzugehen. Damit die Menschen sich langsam daran gewöhnen können. Und das ist auch das Wichtige, wenn ich Da'wa mache mit den Menschen, dass ich versuche, sie langsam an die Sache heranzuführen und nicht auf einmal von ihnen alles verlangen. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا بِذَٰلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Und sollten sie dies angenommen haben, so setzen sie darüber in Kenntnis, dass Allah Ta'ala eine Pflichtabgabe, eine Pflichtspende, ja, ihnen auferlegt hat, welche von den Reichen genommen wird und an die Armen gegeben wird. Und das war's. Diese 3 Dinge hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen mit auf den Weg gegeben. Die Grundlage unseres Glaubens. Und so muss ich an die Sache herangehen, wenn ich Dauer mache. Erst einmal die Grundlage, weil alles andere kommt von ganz allein. Heute die Jemeniten, Alhamdulillah, ist eines der, sage ich mal, ältesten muslimischen Völker überhaupt. Ja, ist überhaupt nicht mehr zu. Ja, also man kann den Islam von den Jemeniten überhaupt nicht mehr wegdenken. Aber es hat so angefangen. So hat es angefangen, subhanallah. Sie waren gläubige Christen gewesen. Und jetzt schau mal, Alhamdulillah, ja, ein muslimisches Volk, ja, was man sich ohne den Islam gar nicht mehr vorstellen kann. Und jetzt kommt etwas Wichtiges hinzu. Etwas, was leider heutzutage bei vielen Leuten vernachlässigt wird. Und weswegen wir Muslime häufig ein schlechtes Bild abgeben. Nämlich etwas, wovor der Prophet gewarnt hat. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ. Wenn sie das von dir angenommen haben, ihr gehorchen in diesem Punkt. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِنَ أَمْوَالِهِمْ. Allahu Akbar. So wehe dir und ihrem Vermögen, dass du es antastest, dass du es wegnimmst, dass du es ausnimmst, dass du sozusagen jetzt in einer Herrschaftsposition bist. Und dann, وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ. Und nimm dich in Acht vor dem Bittgebet eines Unterdrückten, egal ob Muslim oder nicht Muslim. Weil zwischen diesem Bittgebet und zwischen Allah ist kein Hijab, keine Trennung, nichts. Die geht direkt nach oben. Was lernen wir daraus? Dass wir als Muslime, wenn wir wirklich ernsthaft sein wollen in unserer Dauer, uns darüber Gedanken machen müssen, warum viele Menschen, auch die Muslime heutzutage, die auch im Westen leben, so schlecht schauen und so schlecht blicken und so ein schlechtes Bild haben. Weil viele Muslime, auch praktizieren oder nicht praktizieren, das ist völlig egal jetzt.
allgemein, erstmal die Muslime als Ganzes, ihr Gesamtbild, nämlich leider genau dieses negative Bild abgeben. Sie kommen hierher, um von unseren Sozialleistungen zu leben, uns auszunutzen, uns unsere Frauen zu nehmen, so wird das gesehen, ja, uns übers Ohr zu hauen, zu betrügen, etc., ja, und nutzen das alles aus, und dann kommen sie an und sagen, ja, das ist der Islam, friedliche Religion, nimmt man den Islam an. Das funktioniert nicht. Natürlich sind das immer einzelne Personen, das sind nicht alle, die lernen wissen, das sind einzelne Personen, die das machen. Aber es wäre dieses Gesamtbild. Und wir dürfen nie vergessen, subhanallah, dass im Koran Allah Ta'ala die Propheten immer sprechen lassen hat zu ihren Völkern. Mit dem Wort, na es'alukum alaykum ajr, ich möchte von euch keinen Lohn haben. Und ein Problem, was wir heutzutage haben als Muslime, was an unsere Glaubwürdigkeit zerrt, das muss man ganz offen sagen, ist, dass viele Muslime leider ja, dann genau das tun, was hier in diesem Hadith gesagt wird. Ja? Nämlich, sie nutzen das aus, profitieren davon, und nicht wenige von ihnen, und wir kennen das alle, sagen dann auch immer diese Orden Kufar an, die kann man ausbeuten. Wir kennen diese Argumentation. Sie ist uns nicht fremd, wir müssen selbst wichtig sein. Und ich sage immer, das ist nur eine kleine Gruppe. Aber sie gibt es. Und das ist dieses Gesamtbild, was wir dann haben. Ja? Und davor hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gewarnt. Und davor müssen wir uns auch in Acht nehmen. Zu überlegen, ganz genau, ja? Bevor ich Sozialleistungen empfange, bin ich überhaupt berechtigt, diese Sozialleistungen zu empfangen? Vielen ist das völlig egal. Völlig egal. Ist ihm völlig egal. Nimm einfach, das ist mein Recht. Obwohl sie vielleicht nebenbei Tausende von Euro verdienen. Tausende von Euro verdienen. Und dann aber zu tun, ja, als wären sie praktizieren, nach außen etc. Aber genau das tun. Wie kommt das an bei den Menschen? Die sagen sich, ja, guck mal, ja, kommt, ich weiß, dass er nebenbei noch sehr, sehr viel Geld verdient, ja, hat er noch vielleicht eine Gebetsmütze an oder etc. oder sieht muslimisch aus, ja, und nutzt unseren Staat, in Anführungsstrichen, unseren Staat aus. So kommt das bei vielen Menschen an. Und davor hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, dass ich meine Stellung ausnutze in der Gesellschaft und Menschen beklage. Weil am Ende ist das Unrecht. Ja, und es widerspricht der Da'wah, dass ich die Menschen zu Allah Ta'ala einladen möchte. Kommen wir, nochmal ganz wichtig, nicht, dass jemand sagt, so, ja, warum meinst du so? Es ist eine Minderheit. Ich weiß, das machen nicht alle, aber Alhamdulillah, es gibt viele positive Beispiele. Ja? Aber es gibt leider auch diese negativen Beispiele, und wir wissen das, dass es diese negativen Beispiele gibt. Und diese negativen Beispiele machen sehr viel kaputt. Sehr viel kaputt. Und deswegen, ich als Muslim, also sage, okay, ich kann vielleicht nicht das Gesamtbild verändern, aber ich kann zumindest dafür sorgen, dass ich als Muslim, ja, als praktizierender Muslim, als praktizierender Muslim, mit gutem Beispiel vorangehe. Ja? Und wirklich sozusagen darauf Acht gebe, woher ich mein Geld beziehe. Und wenn ich auf Sozialhilfe angewiesen bin, was legitim ist, völlig in Ordnung ist, ja? Ja? Dass ich das dann nehme, aber wenn ich nicht darauf angewiesen bin, ja? Dass ich dem dementsprechend auch nicht nehme. Ja? Das ist ganz wichtig. Und schon gar nicht betrüge. Und schon gar nicht. Und es soll hier niemanden schlecht machen, der Sozialhilfe. Es gibt immer, ja, wenn ich denke, eine alleinerziehende Mutter, ja, die nicht arbeiten gehen kann, natürlich, das ist ganz normal. Ja. Muss sie dann auch Hilfe bekommen, gar keine Frage. Und es steht ihr auch zu. Ja. Ich rede hier über Leute, die es nicht brauchen, auch noch betrügen, ja, und das auch noch nach außen hinstellen, ja, mit ihren dicken Autos angefangen kommen und dann so kommen, ich bin cool, ich kann den Staat übersorgen. Gut. Kommen wir jetzt, inshallah, zu einer weiteren sehr, sehr wichtigen Wasiyya, also einen sehr, sehr wichtigen Ratschlag unseres Propheten zum Allah, an Mu'adh ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari, an beiden zusammen. Ihr müsst euch das vorstellen, einmal hat der Prophet nur mit Mu'adh gesprochen und dann nochmal mit wem? Mit Abu Musa und mit Mu'adh. Und er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, folgendes. Kurze Worte, kurz und knapp. Drei Ratschläge, aber die haben es in sich. Wallah, wenn wir sie beherzigen würden, ich bin mir sicher, wir würden schon ganz woanders stehen als Muslime. Hier in Deutschland. Yassira wa la tu'assira. Erleichtert und erschwert nicht. Wa bashira wa la tunaffira. Verkündet frohe Botschaft und verkrault nicht. Wa tatawa'a wa la tahtalifa. Und einigt euch und spaltet euch nicht. Subhanallah.
was für Worte. Kurz und knapp. Ja? Kann jeder von uns auswendig werden. Selbst die, die kein Arabisch können, können sich diese Worte merken. Yassira, also in Dualform, ihr beide. Yassira wa la tu'assira. Erleichtert und erschwert nicht. In der Da'wah, wenn es um mich selbst geht, wenn ich die Religion praktizieren möchte für mich selbst, kann ich mir das schwer machen. Das ist mir überlassen. Muss jeder selbst wissen. Aber wenn es darum geht, die Da'wah zu verbreiten unter den Menschen, dann sollte ich versuchen, diese Methodik unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zu setzen, die er immer wieder umgesetzt hat. Immer wieder hören wir den Propheten sagen, laula an ashqa'ukum. Würde ich es meiner Umme nicht erschweren, dann würde ich das und jenes von ihm verlangen. Also beispielsweise, dass sie jedes Mal die Zahnbürste benutzen müssen. Ja? Der Prophet sah aus seinem Verzicht auf das Tarawih in der Gemeinschaft, weil er Angst hat, es könnte zur Pflicht werden. Die Menschen könnten glauben, dass es eine Pflicht ist. Im Ramadan, dann in der Nacht noch einmal zu beten. Also verzichtet der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er betet vor, er hört im Hintergrund der Moschee ein Kind, was weint, und er verkürzt sein Gebet aus Mitleid mit der Mutter. Subhanallah. Ja, immer wieder diese Menschen, ja, im Umgang mit den Menschen. Ein, die Sünder kommt zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, also ich habe gesündigt. Ja, ja, Allah hat dir vergeben, macht ihm Hoffnung. Ja, und das ist genau dieser Manager, den wir brauchen. In was? In Bezug auf die Da'wah. Wenn es um mich selbst geht, kann ich streng sein. Das ist kein Problem. Wenn es um mich selbst geht, ja, dann sollte ich an mir arbeiten. Ja, das ist keine Frage. Aber wenn es um andere geht, wenn ich versuche, den Islam zu verbreiten, gerade in einer Umgebung, wo Menschen eigentlich nicht praktizieren, sollte ich versuchen, ja, es den Menschen eher zu erleichtern, als es ihnen zu erschweren. Beispiele auch aus unserem Alltag. Wenn ich weiß, dass es zu einer Sache verschiedene Meinungen gibt und ich für mich persönlich beispielsweise eine Meinung vertrete, die etwas strenger ist, ja, dann sollte ich, wenn es um die Da'wah geht, sagen, guck mal, ja, das ist meine persönliche Meinung, aber es gibt die und die Meinung, ja, und über das man selbst. Ja, als Beispiel, für euch ein Beispiel aus unserem Alltag. Ja, gerade wenn es, nehmen wir an, wenn es um Musikinstrumente geht. Musik mit Musikinstrumenten. Ja, es gibt diese Meinung, es gibt diese Meinung. Ja. Ich kann für mich diese Meinung vertreten. Ich kann auch streng sagen, ich höre gar keine Musik. Nicht meine Schiene höre ich. Ich möchte mich nur mit dem Koran beschäftigen. Was durchaus sinnvoll ist, gar keine Frage, weil es gibt nichts Besseres als den Koran, gar keine Frage. Ja? Aber, ja, wenn ich jetzt die Frage gestellt bekomme von einem Jugendlichen, sag mal, wie ist denn das eigentlich? Ja? Dann muss ich schauen, ob ich ihm nicht Alternativen aufzeige. Ja? Damit er auch weiß, okay, ja? Weil ich ganz genau weiß, wenn ich ihm sage, es ist verboten, dann ist das vielleicht ein Grund dafür, dass er gar nicht anfängt, das zu fragen, weil er sagt, das schaffe ich nicht umzusetzen in meinem Leben. Vielleicht macht er das kurz, aber lässt das dann sozusagen komplett beiseite. Ja, man hat da einen Rückfall. Aber ich sage ihm auch nochmal, ja, es gibt diese Meinung, es gibt die Meinung, ja, dass man auch mit Musikinstrumenten hören kann, aber unter bestimmten Voraussetzungen, achte darauf, was gesungen wird, ja, was das für Inhalte sind, ja, und achte darauf, was dein Imam macht. Wenn du merkst, das lenkt dich ab von Allah, wenn du merkst, das schwächt dich in deinem Imam, dann lass es einfach. Warum? Weil es eine Form von Sotta ein Zabidillah ist, weil es sich vom Weg Allah subhanahu wa ta'ala abhängt. Und es gibt viele Alternativen. Das als Beispiel, wie der Tesir. Ja, gerade im Umgang mit anderen. Dann, mach den Menschen Hoffnung. Mach den Menschen Hoffnung. Ja? Nicht immer gleich hier hart urteilen über die Leute. Ja, wenn, weiß ich nicht, eine Schwester hat ihr Kopftuch abgelegt. Er ist schwach geworden. Passieren, Glaubenskrieg, kann passieren. Mach ihr Hoffnung, sag. Schwester, inshallah, wir machen Dua für dich, ja? Dass du inshallah so gefestigt bleibst. Ja? Und nicht gleich urteilen, oh, guck mal, sie ist vom Glauben abgefallen, etc. Wal'iyadu billah, ja, Allahumma ya muqallib al-qulub. Versuchen. Jetzt kannst du selbst sagen in dir, aber nicht extra auf Facebook nochmal sozusagen groß schreiben, ja, oder auf Instagram. Hoffnung, mach den Menschen Hoffnung. Ja? Das ist sehr wichtig. Ja, so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, wir haben gerade dieses Beispiel erwähnt, da kommt ein Mann zum Propheten, ja, Rasulallah, ich habe eine große Sünde begangen. Ja, ich habe sogar etwas gemacht, wofür es eine Haftstrafe gibt. Bestrafe mich. Der Prophet antwortet nicht. Er ignoriert ihn einfach. Wird gebetet, ja, und nach dem Gebet, ja, Rasulallah, vor allen Leuten in der Moschee. Ich habe eine große Sünde begangen, bestrafe mich. So wie es im Koran steht. Vielleicht hat er Sinn darüber, ich weiß es nicht. Es wird nicht gesagt, was er war. Aber ich will, dass du das anwendest, was im Koran steht. Wird er gestohlen? Wissen wir nicht mehr. Etwas Schlimmes auf jeden Fall.
Dann sagt der Prophet so: Hast du mit uns gebetet? Hast du mit uns gebetet? Und er sagte: Ja, ja, Allah hat dir vergeben. Und die Sache: Hoffnung, Hoffnung geben. Den Menschen Hoffnung geben. Das ist unglaublich wichtig. Lasst uns aufhören, den Menschen zu vertrauen. Indem wir so tun, als wären wir die Obermuslime, als würden wir alles richtig machen, als hätten wir keine Sünden. Wallah, jeder von uns weiß, was er versucht. Im Geheimen. Ja? Und müssen wir nicht die Leute erzählen. Allah weiß das schon, was wir, jeder Einzelne von uns. Ja, angefangen mit mir. Jeder Einzelne von uns begeht seine Sünden. Ja? Und wie der Abdullah ibn Abbas gesagt hat, wenn die Sünden einen Gestank hätten, ja, dann würde sich keiner mehr nähern. Subhanallah, sagt Abdullah ibn Abbas. Ja? Der, subhanallah, die Worte Allahs geehrt hat kein anderer. Ja, wie ist es dann mit uns schwachen Menschen, ja, oder Muslimen, ja, in unserer heutigen Zeit, wo wir so vielen Fitnen ausgesetzt sind. Ja, Allah kennt unsere Schwächen und unsere Sünden, die wir im Geheimen begehen. Wir können nur hoffen, dass Allah Ta'ala uns nicht bloßstellt. Wir können nur hoffen und Allah bitten, dass er uns nicht bloßstellt. Und deswegen, lasst uns zur Hoffnung verbleiben. Gerade in dieser schwierigen Zeit, ja, so wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Mu'ath ibn Jabal und Abu Musa al-Ash'ari auf den Weg gegeben hat. Gerade in solch einer Gesellschaft, gibt den Menschen Hoffnung. Ja, schließ dir nicht aus dem Islam aus, sag nicht, du bist das oder jenes, ja, sondern sag ihnen Alhamdulillah, dass du noch Muslim bist, Alhamdulillah, dass du in die Moschee kommst, Alhamdulillah, dass du dir einen Vortrag anhörst, Inshallah fängst du an zu beten, Inshallah fängst du an zu fasten, Inshallah fängst du an, eines Tages vielleicht alle Gebote Allahs zu praktizieren. Ja, diese Hoffnung müssen wir geben. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der dritte. Oh, der ist so wichtig. Der wird häufig gar nicht erwähnt, aber der ist so unglaublich wichtig, gerade für uns Muslime hier. وَتَطَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَ. Boah. Einigt euch und streitet euch nicht. Seid nicht uneins. Ikhtilaf. Nach außen. Ikhtilaf gibt es immer. Es wird immer eine andere Meinung, also egal wie wir uns einig sind, in bestimmten Punkten, da werden wir immer eine andere Meinung haben, oder? Es gibt keine Menschen, sozusagen identisch sind, was ihre Meinung betrifft. Ja, es wird immer einen Punkt geben, wo man sagt, okay, ich habe hier eine andere Meinung, ich sehe das ein bisschen anders. Ich befolge hier eine andere Meinung. Also Ikhtilaf ist ganz normal, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, das ist ganz normal. Was meint aber unser Prophet so aus hier? Nach außen hin sollen wir eine Einheit darstellen. Und das ist etwas, worunter wir Muslime heutzutage sehr, sehr stark leiden. Dass wir als Muslime, obwohl wir in einer geschwächten Position sind, eine Minderheit sind, es nicht schaffen, an einem Strang zu ziehen, sondern uns gegenseitig bekämpfen. Aufs Übelste teilweise. Und uns gegenseitig ausspielen lassen. Also sagen, okay, wir haben in vielen Fragen unterschiedliche Meinungen. Fiqh-Meinungen unterschiedlich. Ja, sehr unterschiedlich. Aber wenn es um unsere Belange als Muslime in dieser Gesellschaft geht, dann stehen wir zusammen. Dann halten wir zusammen. Wir äußern uns mit einer Stimme. Wir können streiten, debattieren über viele Punkte. Aber wenn es um unsere Belange als Muslime, als Ganzes geht, dann halten wir zusammen. Aber das geschieht leider nicht. Und immer wieder schaffen es bestimmte Protagonisten, die Muslime zu spalten, selbst die großen Verbände auseinander zu dividieren. Subhanallah. Wir schaden uns damit nur selbst. Dieses Problem natürlich auch in der islamischen Welt, aber gerade hier, wo es wirklich auf die Existenz der Muslime ankommt. Es ist nicht so. Es geht um unsere Existenz. Wir reden jetzt, Alhamdulillah, es gibt viele Muslime, aber wie sieht es in 20, 30, 40, 50 Jahren aus? Was haben wir dann für einen Islam, wenn wir nicht wirklich zusammenhalten? Haben wir dann einen verwässerten Islam, wo einfach nur noch Muslime Ahmed Mohammed heißen, aber nicht mehr wirklich wissen, was Islam bedeutet? Oder einen liberalen Islam? Was ist das für ein Islam? In 50 Jahren. 50 Jahre vergehen schnell. Einige, viele von uns werden in 50 Jahren noch auf der Welt sein. Was wird das dann für ein Islam sein? Was ist dann mit unseren Kindern, unseren Enkelkindern? Und wenn wir es da nicht schaffen, als Muslime, als Einheit aufzutreten, trotz unserer unterschiedlichen Meinungen in vielen Fragen, dann werden wir ein großes Problem haben. Und das ist eine Verantwortung, die jeder Einzelne von uns trägt. Und deswegen achtet darauf, dass ihr euch nicht auseinander dividieren lässt, auseinander spalten lässt, wegen ein paar Fiqh-Meinungen. Fiqh-Meinungen wird es immer unterschiedliche Meinungen geben. Immer. Die gab es schon direkt nach dem Tod des Propheten zu Hause. Und die wird es auch immer geben. Und deswegen lasst uns nicht spalten wegen ein paar kleinen Fiqh-Meinungen, ja, sondern lasst uns versuchen, so gut wir können, immer
die Einheit der Muslime zu beschwören, ja, und gegen all jene vorzugehen, welche versuchen, wegen Meinungsverschiedenheiten die Muslime zu spalten. Das ist sehr allgemein gesagt, aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, und wir müssen uns als Muslime wirklich die Frage gefallen lassen, warum haben wir es noch nicht geschafft, als Muslime den Status des Körperschaft des öffentlichen Rechts zu erlangen. Warum haben wir das nicht geschafft? Immer wieder wird uns eine Sache vorgeworfen. Wisst ihr, was immer wieder gesagt wird? Es gibt immer nur eine Sache. Ihr Muslime sprecht nicht mit einer Stimme. Leider müssen wir uns, natürlich werden uns viele Steine geregelt, glaubt mir, es wird uns nichts geschenkt. Warum sollte uns auch irgendjemand etwas schenken? Keiner schenkt uns irgendetwas. Und solange wir nicht wirklich mit einer Stimme sprechen, uns zusammenreißen und sagen, lass einfach mal die ganzen Ischgele beiseite und konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist, ja, werden wir nicht vorankommen. Und dann wird es auch noch in 20 Jahren heißen, ja, ihr redet nicht mit einer Stimme. Und wir sind immer noch nicht anerkannt. Von so einer Anerkennung hängen viele Dinge ab, sehr, sehr viele Dinge. Finanzierungen, Lehrer, könnt ihr euch ganz gar nicht vorstellen, was davon, damit alles zusammenhängt. Ja? Und deswegen, ja, müssen wir als Muslime wirklich diese Ratschläge unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ziehen. Das, meine lieben Geschwister, sind jetzt einige, ja, sage ich mal, Punkte gewesen aus diesem Arm el-Wufud, dem Jahr der Delegationen. Es gibt, wie gesagt, über 70 Delegationen, die der Prophet zusammen bekommt. Wir können nicht auf jede einzelne eingehen. Ja, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Es geht uns darum, wirklich einzelne Beispiele hervorzuheben, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam umgegangen ist und ganz wichtig, welche Boten auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geschickt hat und welche Ratschläge er ihnen mit auf den Weg gegeben hat. Vielleicht noch eine Sache, die mir jetzt gerade eingefallen ist, die ich noch erwähnen wollte, bezüglich Mu'adh ibn Jabal. Und zwar, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, bevor er ihn losgeschickt hat, hat er ihm noch drei Fragen gestellt. Drei Fragen, die möchte ich kurz erwähnen, diese drei Fragen. Und zwar stellt er ihm die Frage, wie wirst du urteilen, wenn vor dir jetzt ein Fall ist, bei dem du ein Urteil fällen musst. Und er sagte, Mu'adh ibn Jabal, ich werde urteilen mit dem Buch Allahs. Und dann fragte der Prophet ihn, und wie wirst du urteilen, wenn du im Buche Allahs keine Antwort findest auf deinen Fall? Und er sagte, ich urteile mit der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, das, was der Prophet gesagt hat. Und dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und wie wirst du urteilen, wenn du auch in der Sunna nichts findest? Und dann sagte Mu'adh ibn Jabal, اجتهد رأي ولا آل. Dann werde ich meine Meinung bemühen, also ich werde mich anstrengen, mir eine eigene Meinung zu bilden, ja, und ich werde nicht nachlässig sein, ich werde mir richtig Mühe geben. Auf Arabisch, ich mache Ijtihad. Ja? Und dann klopfte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf die Schulter von Mu'adh ibn Jabal und sagte, Alhamdulillah, alladhi waffaqa Rasula Rasulillah, liman yuhibbu Rasulullah. Subhanallah. Alles mit Allah, dass er den Boten des Gesandten Allahs zu dem verholfen hat, was der Gesandte Allahs macht. Allah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat im Grunde genommen Mu'adh ibn Jabal aufgezeigt, ja, wie er urteilen soll und wo er suchen soll, wenn er nach einer Meinung sucht. Erst einmal im Koran, dann in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dann kommt der was? Der Qiyas, der Analogieschluss. Ja? Und genau so finden wir das auch in den Büchern des Usul, der Methodiklehre. Ja? Darauf stützen sich auf diesen Hadith. Ja? Dass die erste Quelle, die Hauptquelle ist was? Der Koran. Dann kommt die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam und dann kommt der Analogieschluss, das heißt der Qiyas, mit dem ich auch dann die Härte treiben muss, das heißt die Selbsturteilsfindung betreiben. Das ist nochmal ein wichtiger Hadith, über den man natürlich einen eigenen Vortrag halten könnte, aber ich wollte es nur erwähnt haben, weil das auch noch mit sozusagen Mu'adh ibn Jabal und seine Reise in den Jemen zu tun hat. Gut, ich bin von meiner Seite für heute fertig. Wir werden nächste Woche, insha'Allah ta'ala, anfangen, über Hajjat al-Wada' zu sprechen, insha'Allah ta'ala. Die Abschiedspilgerfahrt unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Ich glaube nicht, dass wir das in einer Sitzung schaffen werden, weil ich würde sehr, sehr gerne in einer Sitzung auf die Khutbat al-Wada' eingehen. Das heißt, die Abschiedspredigt unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ich muss mir nochmal überlegen, wie ich das genau mache. Aber das wird dann inshallah auch das Thema der nächsten
Woche oder die nächsten zwei Wochen sein. Bi'iznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, inshallah la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.